In diesem Buch geht es um Tina. Einmal ist sie schon ein großes Kind und einmal ein kleines. Zum Beispiel soll sie einmal mit ihrem kleinen Bruder Florian auf den Spielplatz gehen. Dort ist es für sie aber langweilig. Sie will lieber mit ihrem großen Bruder Tom Fußball spielen. Da hat sie eine Idee. Sie setzt Florian auf die Wiese und dann kann sie Fußball spielen. Weil sie im Tor ist, nimmt sie die Ersatzwindeln als Knieschoner. Florian isst zu lange Gänseblümchen und bekommt Durchfall. Tina hat aber keine Ersatzwindeln mehr. So bekommt sie Ärger von ihrer Mutter. Tina wird wütend und verkriecht sich in ihren Schrank. Dort rüstet sie sich mit dem Stoffelefanten, Gummibärchen und Limonade.